Sehr geehrte Damen und Herren, drei Punkte prägen unser erfreuliches Halbjahresergebnis. Erstens unser starkes Kerngeschäft, zweitens die hohe Widerstandskraft und drittens der Umstand, dass wir Wachstumschancen erfolgreich wahrnehmen. Zum Kerngeschäft. Unser IFRS-Gewinn beläuft sich auf 258 Millionen Schweizer Franken und liegt damit ein Drittel höher als in der Vorjahresperiode. Wir profitierten von soliden versicherungstechnischen Ergebnissen in Leben und Nichtleben sowie von der starken Performance an den Finanzmärkten, was sich in einem sehr guten Kapitalanlageergebnis niederschlägt. Schließlich vermochten wir das Geschäftsvolumen um 6% auf 6,7 Milliarden auszuweiten. Zur hohen Widerstandsfähigkeit. Sie beruht auf einem breit diversifizierten Geschäftsportfolio und zeigt sich in einer nachhaltig starken Kapitalisierung, einerseits in der SST-Quote und andererseits im Umstand, dass Standard & Poor's das Single-A-Plus-Rating bestätigt hat. Drittens zu unseren Wachstumschancen. Es gehört zur Strategie Helvetia 2025, dass wir Wachstumsmöglichkeiten proaktiv wahrnehmen. So vermochten wir unser Fee-Business um 10,2% auszuweiten. Dieses Geschäft trägt mittlerweile knapp 5% zum Konzerngewinn bei. Zusammenfassend, Helvetia ist gut unterwegs. Die Umsetzung unserer Strategie 2025 kommt flott voran und wir vermochten, Volumen und Gewinn zu steigern. Es freut mich, meinem Nachfolger Fabian Rupprecht zum 1. Oktober ein hervorragend aufgestelltes Unternehmen übergeben zu dürfen. Simple, clear, Helvetia.